Heute habe ich einen besonders frechen Adventskalender für euch. Der hier ist für die Winzigkeit. Die wird im Dezember 1 Jahr und 11 Monate. Eigentlich ist er für sie nicht geeignet, weil hinten drauf steht, für Kinder von 0 bis 3 ungeeignet. Wir schauen mal rein, was drin ist und vielleicht können wir es ja irgendwie so verändern, dass er auch für Kleinere da ist. Weil wir lieben die frechen Freunde und ja, da kommt der Adventskalender natürlich genau richtig. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Der Adventskalender hier von Freche Freunde ist ja doch für mein Empfinden für Kinder schon ziemlich teuer mit 29,99 Euro. Ich habe ihn bei Rossmann online bestellt und jetzt bin ich schon gespannt, ob sich das lohnt und ja, was überhaupt so drin ist. Seid gespannt. Ich nehme den mir bloß mal runter, tue ich mich ein bisschen einfacher. Das erste Päckchen schaut so aus. Übrigens, die Rückseite ist dann auch nochmal ein Puzzle. Also man kann eben dann einfach, wenn man die rausgemacht hat, das ganze Verkehrchen wieder reinstecken. Und da hatten wir gleich als erstes einen Quetschi Apfel Mango Pfirsich. Ja, und das mit den Augen auf dem Obst. Ja, mag sie schon ziemlich gern. Stecke ich die gleich mal verkehrt herum rein. Die 2. Oh, die ist ganz leicht. Da ist ein Riegel drin. Frecher Riegel, Banane, rote Traube, Aronia. Also die könnte sie ja verschlingen. Die 3 ist etwas kleiner. Eine Tüte frecher Keks, Birne und Erdbeere. Das sind halt auch immer so ganz kleine Größen. Hier sind 25 Gramm drin. Gut, so klein ist es jetzt gar nicht, aber super für unterwegs. Sonst fülle ich das immer in so eine Snackbox um. Ja, so kann man das auch mal einfach ohne Snackbox schnell einstecken. Die 4. Da ist wieder ein Riegel drin, frecher Riegel, Apfel und Karotte. Fünf. Oh, die ist riesig. Richtig groß. Das klingt nach diesen Müsli-Kringeln. Gibt es ja so verschieden? Ja, ich glaube es nicht. Na, nein, das hat mich getäuscht. Knusperlinschen. Okay. Die habe ich so noch nie gesehen. Und gerade an dem Regal bleibe ich doch öfters hängen. Coole Sache. Geeignet ab 1 Jahr. Also die anderen Sachen kann man auch alle ziemlich früh. Bin schon mal gespannt, was kommt. Weshalb dieser Kalender ja für 0 bis 3 Jahre angeblich nicht geeignet ist. Ich weiß es nicht. Die 6 am Nikolaus. Jetzt erwarten wir natürlich etwas Besonderes. Wenn wir sie denn finden, 6, 6, 6, 8, 11, 9, 14, da oben. Okay, so, mittelgroß, was hier aber noch nichts heißt, dafür ist es schwer. Aha, ein Obst- und Gemüsequartett mit frechen Freunden. Das packe ich euch gerade kurz mal aus.
Ah, ja gut. Das ist jetzt nochmal in so Folie eingeschweißt. Aber das scheint, seht ihr das auf der Rückseite, ziemlich einfach aufgebaut zu sein. Ist ja für kleine Kinder gerade wichtig. Das ist jetzt so ein Teil, also finde ich super, dass das da drin ist. Hier steht jetzt auch nicht drauf, dass es für Kinder unter 3 nicht geeignet wäre. Aber ganz ehrlich, also so Karten, damit spielt sie jetzt noch nicht im Sinne von dem Kartenspiel. Mögen tut sie die natürlich schon gern, weil die kann man ja so schön zusammendrücken und dann wegschnippen. Ja, dementsprechend sehen die dann auch aus. Deswegen ist das jetzt so ein Produkt, also ich freue mich, dass es drin ist. Aber ich glaube, da werde ich was anders reintun. Und das werden wir uns einfach noch ein bisschen aufheben. Die 7. Und ich mag jetzt auch nicht, dass sie jeden Tag sofort einen Snack drin hat. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Hier ist wieder ein Quetschi drin. Apfel, Birne und Zimt. Rausbekommen. Was ist das? Ein Dreierpack? Rosinchen und Aprikose. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und es ist gleich ein Dreierpack. Cool. So getrocknete Früchte. Genau, das sind dann halt so getrocknete Früchte. Gut, Rosinen mag ich jetzt nicht, aber sie schon. Soll ja nicht ich essen, sondern sie. Gleich ein Dreierpack. Ziemlich cool. Ich glaube, ich werde ich auch ein bisschen auseinandernehmen, dass dann nur eins drin ist und dafür was anderes noch mit reinpacken. Schauen wir mal. 9. Kleineres. Die Aufmachung her von den Schachteln erinnert mich doch sehr an meinen Brigitte-Box-Adventskalender. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch unten in der Infobox und am Ende vom Video. Frecher Keks, Apfel und Banane. Da wird sie sich auch drüber freuen. Ja. Also ich glaube, bisher würde sie sich über alles freuen. Naschen ist schon so ein großes Thema bei uns. Hier ist wieder ein Quetschi drin. Apfelbirne, Karotte und Kürbis. Die andere Seite aufgegangen. 11. Das ist ganz leicht. Was ist das? Ah. Aufkleber. Das finde ich auch ziemlich cool. Gefällt mir echt gut. Aufkleber kleben ist so eine Sache. Funktioniert. Ja, also es funktioniert, aber es wird nicht ein Sinn draus. Dafür ist er einfach noch zu klein. Da hole ich meistens, gerade wenn wir so beim Rewe oder so sind, da gibt es doch immer diese Sammelpunkte. Oder beim Penny oder so. Überall gibt es die ja mittlerweile. Die kann man auch wunderbar einfach hernehmen, um die dann alle auf dem Blatt Papier wild zu kleben. Also nur mal so. Funktioniert alles, wenn man will. So, jetzt wollte ich die 13 aufmachen und sehe, da gibt es noch eine 12. Okay, machen wir vielleicht erst die 12 auf. Boah, Riesenpaket. Ziemlich schwer. Was ist das? Das ist ein... Ach, Wasser und Frucht. Nein, das ist kein Quetschi, sondern das ist ein Getränk. Läuft nicht aus, steht da oben drauf. Also scheint irgendwie nochmal ein spezieller Verschluss zu sein.
in der Geschmacksrichtung Apfel und Birne. Jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass auch hier kein Zucker drin ist. 60% Wasser, 20% Apfelsaft und 20% Birnenpüree. Genau. Also deswegen mag ich auch die frechen Freunde so gern. Das ist wirklich was, da ist jetzt eigentlich kein Industriezucker verarbeitet. Zumindest habe ich bisher noch nichts gesehen, sondern die Süße kommt einfach aus den Früchten. Ja, deswegen mag ich die ganz gern. So, jetzt kommen wir aber zu 13. Das ist wieder ein Riegel, Birne, Pflaume und Brombeere. Die 14. Unten. Wieder ein größeres. Da haben wir wieder einen Quetschi, Apfel, Banane und Himbeere. Also der Kalender ist echt gut, um sich da auch mal so ein bisschen durchzuprobieren. Und es waren jetzt schon ein paar Sachen sogar mit dabei, die habe ich so im Laden noch gar nicht gesehen. Ob das jetzt spezielle Produkte sind, die es nur hier im Adventskalender gibt, oder die es halt einfach nur bei uns im Laden nicht gibt, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Die 15... Hier ist wieder... Ah ja, sehr cool. Schön. Das kann man echt gut gebrauchen. Da, für die Geschenke zu Weihnachten. So kleine Anhänger oder sind es Aufkleber? Ich glaube, es sind Aufkleber. Ich krieg's bloß nicht ab. Also es fühlt sich so an wie Aufkleber. Genau, das könnt ihr dann einfach auf das Geschenk drauf machen. Sehr schön. Die 16 haben wir hier. So ein langes, schmales, ziemlich schwer. Oh. Hier ist nochmal so ein Wasser und Frucht drin. Mango, Banane und Maracuja. Also auch die habe ich noch nicht gesehen. Bin ich schon gespannt, wie sie die findet. Sonst trinkt sie ja eigentlich nur Wasser. Trinkt ja überhaupt nichts anderes. Gleich daneben. Boah, wie cool, ein Mini-Puzzle. Puzzleteile. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es eins der Produkte ist. Genau. Da. Für Kinder unter 3 nicht geeignet. Ganz ehrlich, ich weiß zwar nicht, wie ein Kind ein Puzzleteil von der Größe verschlucken soll. Aber wahrscheinlich liegt es daran, weil man könnte ja hier so eine Ecke abbeißen und die dann verschlucken. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich puzzle das mit ihr mit Sicherheit. Aber eben nur, wenn ich dabei bin. Und was soll dann passieren? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber das sind eben solche Sachen, sie würde es sowieso ziemlich schnell zerstören, wenn ich ihr das allein gebe. Also, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so hochdramatisch ist. Aber offiziell nicht für Kinder unter 3. Die 18 ist riesig. Da ist nochmal so ein Wasser und Frucht, Apfelrote Traube und schwarze Johannisbeere. 18, dann kommt die 19 dran.
Schon ganz gespannt, was auch in der 24 drin ist. Hier ist jetzt wieder ein Quetschi, Apfel, Erdbeere, Blaubeere und Himbeere. Die 20. Danach Bratsemmeln geholt. Frecher Keks, Apfel und Banane. Die 21. Wackelaugen. Ja, also das gehört natürlich unbedingt zu einem Adventskalender der frechen Freunde dazu. Wackelaugen. Ziemlich cool, die kann man dann auch aufkleben natürlich. Und das ist eben auch eins der Produkte für Kinder von 0 bis 3 Jahren nicht geeignet. Ja, ganz klar, also die muss ich dann auch rausnehmen. Mit denen können wir dann irgendwann später einfach mal basteln. Finde ich, ist jetzt aber überhaupt nicht schlimm. Und dafür kommt einfach was anderes rein. Die 22. Hier ist nochmal ein Riegel drin, Mango und Orange. Wir nähern uns dem großen Tag. Keks in der Geschmacksrichtung Birne und Erdbeere. Und jetzt, wehe, da ist nichts Gescheites drin. Obst- und Gemüse-Pärchenspiel. Was ist das? Memory. Ja, sehr schön. Das ist auch wieder unter 3 nicht geeignet. Na, hier finde ich jetzt nichts. Ja, ist auch ziemlich groß. Wahrscheinlich ist das der Unterschied zum Puzzle. Hier habt ihr ja keine kleinen Teile, die wegstehen, die man so einfach abmachen kann. Deswegen ist das auch schon eher geeignet. Ja, und so kann man spielerisch wirklich schön auch einfach nochmal ein bisschen mit dem Obst und Gemüse lernen. Also finde ich echt richtig cool, die Idee. Aber auch das ist was, also das ist ja so eine ziemlich dünne Pappe oder Papier oder was weiß ich, wie man das bezeichnen will. Ja, also ich probiere das mal, wenn ich halt mit dabei bin. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das nicht ziemlich schnell aussieht wie Kraut und Rüben. Das muss ich einfach mal ausprobieren. So, das war's auch schon. Ich zeige euch mal, wie er jetzt ausschaut. Also ihr habt hier hinten drauf auch nochmal alles beschrieben. So schaut er jetzt aus. Ich habe alles umgedreht. Also gefällt mir echt gut. Ich finde den Adventskalender echt toll. Gefühlt, würde ich sagen, haben sich die 30 Euro auch gelohnt. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Aber gefühlt haben sie sich gelohnt. Es wiederholt sich natürlich vieles. Also es ist zwar dann immer eine andere Geschmacksrichtung, aber es kommt halt immer mal wieder ein Riegel oder ein Quetschi oder eben dieses Wasser. Einige Sachen werde ich davon rausnehmen und was anders reintun. Das zeige ich euch aber dann in einem separaten Video. Ja, und schreibt mir doch mal, wie euch der Adventskalender gefällt oder welchen Adventskalender ihr für eure Kinder habt. Bastelt ihr den vielleicht auch selber? Ich weiß es ja nicht. Bin schon gespannt, was ihr mir dazu schreibt.
Und dann war es das auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert unbedingt meinen Kanal und aktiviert die Glocke daneben, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Schaut auch mal auf Instagram vorbei, da haben wir zwei Accounts. Einmal meinen, lks-welt. Da poste ich über Beauty, Lifestyle, Essen und Kaffee. Alles, was mir gerade so in den Sinn schwebt. Und dann haben wir extra noch den Account der Winzigkeit, die dann ja einfach so, was in ihrem Leben gerade so los ist, was interessant ist. Wie dann wahrscheinlich auch der Adventskalender dazu. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Ciao, eure LKS.